Hallo Leute und willkommen zu einem neuen kommentierten Gefecht hier in Rouge und ich hoffe, ihr habt euch euren Tee oder Kaffee bereitgestellt. Wir haben nämlich ein etwas längeres Replay. Es geht eine Stunde und zwei Minuten. Es ist ein Dreier FFA und wir werden heute über Wirtschaft reden. Unter anderem. Wir haben natürlich, dadurch, dass wir total im Krieg spielen, das Szenario, dass irgendwann mal das Geld verdammt knapp wird. Und deswegen möchte ich da mal explizit drauf eingehen, wo man am besten wie das Geld ausgibt. Klar, man könnte es natürlich sagen, beim totalen Krieg, ich gebe am besten gar nichts aus und warte bis 45 und baue Admins, aber meistens wird man da nicht so weit kommen. Und ich werde einfach mal schauen, wo man hätte Geld einsparen können, wie man es hätte besser nutzen können und so weiter. Aber jetzt erstmal ganz objektiv, wir haben hier zwei Deutsche und einen Franzosen. Im totalen Kriegmodus bin ich ja durchaus ein Freund von Franzosen, wobei es ja ein bisschen schwierig ist, Dreier FFA, also die Franzosen sind sehr, sehr gut, wenn man einen bestimmten Durchgang halten muss, also da sind die ja quasi unbesiegbar und sie sind auch sehr gut, weil sie ihren Bisspanzer haben, der von vielen Nationen nicht wirklich gekontert werden kann oder zumindest nur sehr, sehr teuer und sehr, sehr aufwendig, aber Deutschland gehört da nicht dazu, die kriegen einen Bisspanzer auf viele erdenkliche Arten und Weisen kaputt, deswegen als Franzose gegen zwei Deutsche im totalen Krieg nicht optimal, aber ich schätze mal, es war Random Nation, deswegen passt es. Die Deutschen gehen natürlich beide auf Luftwaffe, generell ist die Map sehr luftwaffenfreundlich, wenn man einmal abschätzt, wie breit, ich sage ja mal, wie breit quasi die, wie groß die Karte ist, und zwar nicht unbedingt objektiv in der Hinsicht, wie groß sie tatsächlich ist in Quadratkilometern, sondern wie viel Frontbreite muss ich abdecken. Und das ist auf der Map hier viel. Vor allem im Verhältnis zur Größe der Map. Also man kann ja von drei Seiten quasi angegriffen werden. Und weil wir hier totalen Krieg spielen, kann man sich nicht einfach nur in seiner Basis vercampen und warten, bis man genügend Geld hat. Man muss, wenn man gewinnen möchte, aktiv vorrücken und optimalerweise die Mitte halten. Oder zumindest mal vermeiden, dass die Gegner die Mitte halten. Und man muss hier auch die Nachschubdepots erobern. Man kann sich nicht einfach hinter die Stadt zurückziehen. Also man kann schon, aber dann wird man finanziell massiv Probleme bekommen. Und deswegen muss man eben agieren und da bietet sich einfach Luftwaffe an bei so einer großen Map. Aber gut, hier haben wir Piranha wahrscheinlich oder so, den Deutschen und ja, nochmal einen Deutschen ist natürlich optimal. Und hier ist natürlich immer ärgerlich, wird direkt der Jagdflieger losgeschickt, um die Fallschirmjäger abzufangen. Ich verstehe, warum man zu Beginn gerne mal Fallschirmjäger einsetzt. Es funktioniert tatsächlich häufiger mal, dass man dann irgendwo ein Nachschubdepot kaputt machen kann oder man den Gegner zumindest dazu zwingen kann, irgendwo Truppen hinzuschicken, wo er vielleicht keine hingeschickt hätte. Im Dreier FFA muss man immer ein bisschen aufpassen, was ich hier mache, nutzt es tatsächlich was oder provoziere ich damit nur unnötigen Gegner, der mich davor vielleicht nicht angegriffen hätte, aber jetzt tut. Da übrigens, glaube ich, hat das auch geschafft, oder? Nee, da hat das jetzt nicht geschafft. Da muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, wo schicke ich meinen Fallschirmjäger raus. Hier wäre es natürlich signifikant schlauer gewesen, den direkt neben dem Nachschubdepot runterzuschicken. Da hätte man versuchen können, das Nachschubdepot zu zerstören. Oder, und wenn der Gegner eben hier die Messerschmitts losgeschickt hätte, dann hätte man wenigstens das Nachschubdepot noch einnehmen können, um dem Gegner zumindest für eine Weile den Nachschub wegzunehmen. Allerdings ging das nicht, weil ein Jagdflieger kam. Und da muss man immer so ein bisschen überlegen, wie weit treibe ich es jetzt so ungefähr? Also lasse ich ihn lieber ganz, also beim Nachschubdepot runter und riskiere, dass er gar nicht ankommt oder irgendwo auf halbem Weg riskiere. Dann aber, dass er vielleicht am Boden abgeschossen wird, muss man natürlich immer überlegen. Und ist jetzt natürlich eine sehr, sehr angenehme Situation. Wir sehen hier, kommen direkt schon drei Trucks, $9. Das heißt, wenn die durchkommen, hat sich der Fallschirmjäger schon fast gelohnt. Und er hat sich natürlich doppelt gelohnt, weil man dem Gegner damit effektiv auch noch schadet. Dazu muss er jetzt irgendwas unternehmen, um es zurückzuerobern und so weiter und so fort. Also es war auf jeden Fall sehr gut und es war auf jeden Fall auch eine gute Idee, das da drüben zu machen. Da hat es dann nur nicht ganz geklappt. Jetzt schauen wir uns einmal an, was der Franzose hier macht. Aktuell nur nicht viel. Bisschen riskant meiner Meinung nach, weil man als Franzose gegen zwei Deutsche eigentlich nicht auf Zeit spielen möchte. Da gibt es ja die tolle Statistik, dass Frankreich die wenigsten zusätzlichen Einheiten bekommt, wenn man ins Zeitalter 45 vorschreitet, während die Deutschen da, ich weiß nicht, ob es die meisten waren, aber die Deutschen haben auf jeden Fall ordentliche Einheiten, definitiv, logischerweise. Das möchte man dann einfach nicht. Hier jetzt die Legionäre vorzuschicken, finde ich ein bisschen schwierig, also ihr werdet sehen, am Ende geht es wirklich nur noch ums Geld, deswegen analysiere ich hier jeden Dollar, der quasi verschwendet ist. Wenn man ein Nachschubdepot erobern möchte, gibt es eigentlich keinen Grund, die bessere Infanterie zu bauen. Die kostet einfach nur doppelt so viel und erobert das Nachschubdepot genauso wie eine normale Infanterie, also das ist quasi Geldverschwendung. Dazu muss man
finde ich es ein bisschen komisch, dass es bis jetzt so weit kommt. Ja, eben, weil jetzt starten dann die Jagdflieger und die werden wahrscheinlich den Legionär hier bei Zeiten abschießen. Man hätte ihn sehr, sehr gut decken können, meiner Meinung nach. Die Idee kam mir gerade eben aber erst, wenn man gesagt hätte, hey, ich pack da einen Fake-Luftangriff drauf. Gut, das sieht so aus, als ob er keine Listen mehr hat, weil das ein Nachschubdepot da drüben getarnt hat. Das ist aber meiner Meinung nach auch nicht notwendig. Da hätte er auf jeden Fall einen Fake-Luftangriff reinschicken können. Dann wären nämlich die Jagdflieger gar nicht so weit gekommen. Hier versucht er jetzt, das Nachschubdepot zu zerstören, was natürlich schon mehr Sinn macht, aber ich hätte es definitiv erobert. Der Gegner hat keine Sicht. Okay, darauf spekuliert er jetzt gerade. Ja, er kommt aber auch schon der SDKFZ und sobald der da ist, wird dann wahrscheinlich ziemlich schnell aufgeräumt mit der Infanterieeinheit. Macht er noch ein bisschen Schaden. Ja, und jetzt ist er dann quasi aufgeklärt. Jetzt müsste er sofort reinrennen, aber er weiß ja nicht, wann er aufgeklärt ist und wann nicht. Da kommt nämlich auch schon der Angriffsbefehl. Oh, und er hat es tatsächlich noch geschafft. Auch nicht schlecht. Okay. Das ist natürlich ärgerlich. Da hätte es sich sogar vielleicht mal fast gelohnt, Luftaufklärer rauszuschicken oder so. Aber ihr seht, es lohnt sich immer mal wieder, kleinere Angriffe zu starten, die ein bisschen riskant sind, auch wenn es da wahrscheinlich eine normale Infanterieeinheit getan hätte. Und wenn man sich da ein bisschen schneller positioniert hätte, hätte es auch geklappt. Und wenn der Deutsche irgendwas gemacht hätte, Spion, Luftaufklärer oder schneller einen Aufklärer reingeschickt hätte, beziehungsweise warum er überhaupt gar keinen Aufklärer hat, ist eh fraglich. Das sollte man eh immer bereit haben. Hätte man das auch vermeiden können. Aber gut, war auf jeden Fall eine nette Aktion. Ne? Ich habe mir das Replay natürlich vorher schon angeguckt, aber ich habe nicht so auf die Details geachtet, ob das funktioniert. Da war ich gerade wirklich selber ein bisschen gespannt. Aber gut, schöne Aktion von dem Deutschen auf der Seite hier. Ich freue mich immer, wenn jemand auf Map Control spielt. Meistens würde ich jetzt mal behaupten, wer auf Map Control spielt, gewinnt auch. Das liegt aber wahrscheinlich auch eher ein bisschen daran, dass wer auf Map Control spielt, mehr Erfahrung hat und eher weiß, was er tut. Also ob jetzt zwangsläufig auf Map Control zu spielen immer die bessere Option ist, ist natürlich fraglich, weil wenn man halt einfach nur die Truppen wastet, bringt es einem ja auch nichts. Zum Thema Truppen wasten, da haben wir gerade eben Biss gesehen, der verloren gegangen ist. Da ist natürlich auch klar, so ein Biss kann provozieren. Das ist ja das, was vorher die Fallschirmjäger Mega auch gemacht haben. Man kann ihn irgendwo hinschicken, sodass einfach da der Gegner handeln muss. Aber den Bisspanzer da reinzuschicken, wo der Gegner nachweislich Stukas hat, ist natürlich nicht so sinnvoll. Generell der Einsatz der Luftwaffe ist hier ein bisschen schwierig. Da seht ihr, bei Luftwaffe gibt es halt nur alles oder nichts. In dem Fall haben wir halt nichts. Also da ging quasi alles schief. Er hat jetzt keine Einheiten verloren, aber trotzdem konnte der Deutsche hier seinen Fallschirmjäger runterbringen und kann direkt das Nachschubdepot vor der Nase wegschnappen. Hätte er den Biss nicht rausgeschickt und hätte vielleicht irgendwie ein paar mehr Jagdflieger gebaut, wobei es natürlich auch undankbar ist, dass Franzose da ist, die Luftwaffe halt auch nicht so geil. Wäre das alles vielleicht ein bisschen besser gewesen, aber der Deutsche dominiert hier auf jeden Fall stark. Könnte ihm jetzt quasi der andere Deutsche helfen, indem er seine Fake-Flieger hier rüber schickt, aber da bin ich mal gespannt, wie er eigentlich aus der Situation rauskommen möchte, weil es sieht wirklich übel aus. Ich verstehe auch nicht, warum Piranha schreibt mal ganz komisch, kann also sein, dass man so schreibt, dass er hier nicht auf Blitz gegangen ist, weil es war halt schon eine geile Situation. Um da jetzt richtig Schaden zu machen. Aber er hat es nicht ganz genutzt. Also wer da mit Blitz rein, da muss man natürlich auch überzeugt sein von dem, was man tut. Wer da mit Blitz rein, hat echt Schaden errichten können. Und da ist der Franzose jetzt auf die optimierten Jagdflieger gegangen. Das ist natürlich, wie erwähnt, echt ärgerlich. Das muss man erst erforschen. Und dann sind sie dann mal so gut wie die Deutschen. Also, ja, als Franzose auf Luftwaffe hat man es nicht leicht. Und man will ja eher seine Bisspanzer spammen oder vielleicht mit seiner besseren Infanterie irgendwie Map Control erreichen. Aber das ist hier in der Situation wirklich schwierig gewesen. Aber ja, wir erwähnen vorbildlich vom Deutschen hier, der einmal die Map Control erlangt und da hat eben der Franzose auch zwei Legionäre reingesteckt, um zumindest mal die Stadt zu sichern. Das ist wirklich essentiell im totalen Krieg und deswegen mag ich den Spielmodus auch so hier die Mitte zu halten. Man kann sich nicht einfach nur einbunkern, das geht nicht. Lila hat jetzt aber trotzdem ein Problem, weil hat sein Nachschubdepot hier verloren, das ist natürlich nicht so schön. Er hat hier ein Nachschubdepot gesichert und wenn wir jetzt mal reinschauen, da sind noch $180 drin. 225 sind insgesamt drin, folglich hat er schon über $45 jetzt da rausgeholt. Sprich, wenn der Konvoi hier ankommt, dann hat sich das Nachschubdepot schon gelohnt. Und ihr seht, sowas lohnt sich extrem oft. Es lohnt sich so häufig, einfach mal ein Nachschubdepot irgendwo zu bauen. In den seltensten Fällen wird es zerstört, bevor ihr es restlos bevor es sich quasi gelohnt hat. Was natürlich nur problematisch ist, wenn es der Gegner irgendwie erobert, weil dann hat man ihm quasi ein Nachschubdepot für im Worst Case $35 geschenkt. Das ist natürlich nicht so gut, das sollte man vermeiden. Aber auch hier hätte man nicht unbedingt ein Tarnnetz gebraucht, glaube ich. Meistens sind die Ambitionen von einem Spieler bei einem 3er FFA nicht so groß, wirklich Extremdruck auszuüben.
kann zwar schon mal vorkommen, aber dann greifen die an, unabhängig vom Nachschubdepot, vor allem gute Spieler wissen, ob etwas getan, also ob ein Nachschubdepot abgefarmt wird oder nicht. Wir sehen ja hier auch, da sind noch 81 Dollar drin. Also, dass das Nachschubdepot genutzt wird, das muss jedem klar sein, der das Spiel mal ein bisschen gespielt hat. Aber gut, jetzt holt er sich auch. Ah, jetzt habe ich es nicht gesehen, aber wenn es ein Legionär war, war es natürlich auch wieder ein bisschen problematisch, weil er baut nur Legionäre. Verständlich, ich baue die auch nur, weil die Kosten halt doppelt so viel sind, aber wesentlich fünfmal besser, glaube ich. Aber zum Gebäude erobern halt nicht. Aber schöne Aktion hier, geht direkt mehr oder weniger wieder aus der Deckung raus, versucht Map Control wieder herzustellen, schickt seine Aufklärer über die Map. Die Penhards sind auch sehr, sehr gut, weil sie dann die feindliche Infanterie relativ effizient aus dem Wald vertreiben können. Aber gut, wir sind jetzt quasi in der Aufbauphase, ihr seht ein bisschen hin und her. Jeder versucht sich ein bisschen zu sichern. Der Deutsche hier hat gut Druck ausgeübt auf der Seite, konnte eine Weile lang das Nachschubdepot abfarmen, hat auch das Nachschubdepot hier ja mal eine Weile besessen, hat kann hier sein Nachschubdepot abfarmen, hat, wenn ich jetzt mal so grob überschlagen würde, definitiv die stärkste Luftwaffe. Aber die anderen haben auch ihre Qualitäten. Der andere Deutsche hier hat Map Control, er hat überall seine Infanterie, schickt jetzt auch noch Luftaufklärer. Gott, Entschuldigung, Luftabwehr überall rein und versucht sich da jetzt einfach zu sichern, wobei das ist auch ein Punkt, der wirklich, wirklich schwierig ist. Wir reden hier vom totalen Krieg, hier hat man keine 10.000 Dollar am Ende vom Tag, also vielleicht am Ende vom Tag schon, aber nicht bis es in den Spielmodus 45 umwechselt und meistens entscheidet sich so ein Gefecht ja ein bisschen vorher. Das heißt, 20 Einheiten Luftabwehr zu bauen, sollte man sich wirklich überlegen, ob sich die irgendwie lohnt. Man könnte argumentieren, okay, ich baue jetzt hier Luftabwehr und dann greift der Feind mich nicht wirklich an. Aber ich denke, gerade in einem Match, in dem es mehr als nur ein gegnerisches Team gibt, wäre das Geld in Jagdfliegern wahrscheinlich besser angelegt gewesen als in Luftabwehr. Luftabwehr kann im Worst Case einfach überhaupt gar keinen Effekt haben. Die steht einfach rum und ist Geldverschwendung. So ein Jagdflieger, den kann man eigentlich immer für irgendwas benutzen. Und wenn es nun mal dafür ist, einen Truck abzufangen oder einen Luftangriff zu unterstützen, also eine Offensive generell zu unterstützen. Aber gut. Ja, hier sehen wir jetzt, was passiert, wenn zwei Legionäre in der Stadt verbunkert sind und dann ein Grenadier reinläuft. Das ist natürlich schnell erledigt. Aber ja, ich finde es auch ein bisschen riskant. Es traut sich, also was Lila hier macht, ist erstaunlich, dass er damit durchkommt. Vielleicht der Deutsche würde mit gar nichts hiervon durchkommen. Ich hätte schon längst herausgefunden mit einem Scheinluftangriff, dass hier keinerlei Luftabwehreinheiten sind. Und wenn ich das bemerkt hätte, dann hätte ich einfach nur noch Legionäre gesniped, weil die lohnen sich halt durchaus schon. Weil die kosten 10 Dollar und ja, das macht man ein paar Mal, ist irgendwann mal auch schwierig. So, das ist jetzt natürlich so eine Sache, hat sich das gelohnt, mehr oder weniger, hat ihn ein bisschen Geld gekostet, weil eben ein paar Trucks zerstört wurden, weil die auch seine eigenen Einheiten reinschicken müssen. Der Franzose schickt jetzt wieder Legionäre rein, die meiner Meinung nach zu teuer sind, also hätte man auf jeden Fall ein paar Dollar sparen können inzwischen, allein dadurch, dass man eben andere Infanterieeinheit gebaut hat, die genauso effizient gewesen wäre. Ja, generell Einsparmöglichkeiten, also rein aus wirtschaftlicher Sicht, gab es hier natürlich jetzt bereits viele und hier sehe ich eben keinen Sinn in dieser Luftabwehreinheit. Also die macht halt gar keinen Sinn, überhaupt keinen. Warum will der Gegner von hinten kommen, fliegt er hier rum. Er fliegt nicht darüber. Will er die Basis angreifen, fliegt er nicht hier rum, er fliegt hier rum. Er kommt über die Mitte und unterstützt eine Offensive, kommt er hier. Diese Einheit macht keinen Sinn. Klar, es sind jetzt nur 10 Dollar, aber hätte man sich die Einheiten hier gespart, also die vier zum Beispiel, dann hätte man dafür wahrscheinlich schon zwei Jagdflieger bauen können. Die hätten wahrscheinlich mehr gebracht. Vor allem Luftwaffe muss man dann schon so konzentrieren, dass man sagt, okay, diesen Bereich decke ich jetzt ab. Was ich tatsächlich schön finde, wo man dann auch mal einzelne Einheiten reinschicken kann, ist, wenn man in die Stadtmitte oder Mapmitte generell in so eine Stadt, wenn man da ein bisschen Flak reinbringt. Weil ich persönlich habe ja gesagt, dass ich schon längst mit meinen, wenn ich gemerkt hätte, ich habe hier absolute Luftüberlegenheit, ich hätte einfach nur richtig viel Schaden damit gemacht. Immer mal wieder mit einer Stuka einen Aufklärer rausnehmen, immer mal wieder mit einem Jagdflieger Infanterie rausnehmen, immer mal wieder Nachschubdepots zumindest bedrängen, sodass der Gegner keine weiteren baut. Ich hätte kleinere Offensiven von meinen Einheiten, ich hätte zum Beispiel hier zwei Infanterieeinheiten und ein SDKFZ, wenn die wirklich ausreichend Luftunterstützung haben, kann man damit alles aufräumen. Klar, man kommt jetzt vielleicht nicht in die Basis rein, aber man kann außerhalb der Basis hier, man hätte das alles clearen können, quasi. Sobald aber der Feind anfängt, Luftabwehr zu bauen, muss man halt ein bisschen skeptisch werden und überlegen, okay, gehe ich da jetzt wirklich rein oder lasse ich es? Also, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, dann seine Luftwaffe zu opfern, um Infanterie rauszusnipen, das sollte man natürlich nicht machen. Und da kann es wirklich reichen, zwei Einheiten Flak
zu positionieren, sodass eben die Offensiven aufhören. Aber gut, jetzt macht natürlich kaum mehr einer was. Wir sind kurz vor 42, das bedeutet, es wird noch ein bisschen gespart. Wobei ich sagen muss, für ein Totalkriegsspiel haben die Deutschen recht viel Geld ausgegeben, bereits 39. Auch viel Geld, das meiner Meinung nach nicht notwendig wäre. Also ein Bisspanzer 39 zu bauen geht ja immer. Der wird ja erstmal so schnell nicht besser. Also 45 gibt es dann bessere Einheiten, aber die kosten dann auch wesentlich mehr. Also der Bisspanzer ist eigentlich von Minute 1 bis fast zur letzten Minute, glaube ich, in einem Riesenatmungsexperiment nicht mehr, aber in einem regulären Gefecht, ist eine sehr gute Einheit, die sich immer lohnt zu bauen. Genauso wie die Messerschmitt. Die kann man wirklich lange nutzen. Flak würde ich meistens eh vermeiden. Also klar, ich baue immer Flak. Also es ist auch oftmals der Fehler, dass man gar keine Flak baut. Aber ich meine, in so großer Zahl und dann über die Map verteilt, muss schon immer ein bisschen Strategie dahinter stehen. Und wenn man weiß, okay, die Gegner sind es nicht so offensiv und ich habe auch Luftwaffe, sodass ich irgendwie gegenhalten könnte, dann kann man auch sagen, ich warte mal, bis ich was Besseres habe. Gut, der Deutsche, der kriegt erst seine Wirbelwinde, das ist vielleicht ein bisschen spät. Aber was meine Strategie ja immer ist, ich brauche so viel Luftabwehr, dass ich, auch wenn der Gegner mehr Luftwaffe hat, einen Ort habe, an dem ich die feindliche Luftwaffe quasi pinnen kann, die ich da quasi in die Schlacht schicken kann, und an dem Ort gewinne ich dann. Also wenn ich ein Drittel weniger Luftwaffe habe, muss ich halt so kalkulieren, dass ich so viel Luftabwehr habe, dass ich die feindliche Luftwaffe trotzdem besiege. Das ist immer der Plan. Und mit so einer Strategie kriegt man das eigentlich nicht hin, weil wir haben zwar jetzt hier ein bisschen Flak, aber selbst wenn hier der Luftkampf stattfinden würde, würde der Deutsche hier gegen den Deutschen verlieren. Das heißt, lieber ein Ort, wo es dann wirklich gut ist. Meistens bietet es sich natürlich an am Frontverlauf, was bei einem Dreierverfahren schwierig ist. Aber lieber dann hier ein bisschen mehr aufbauen. Das geht gerade noch so. Da können wir auch ein, zwei haben, dass eben keine Scheinflieger rüberkommen. Ich jetzt dann wirklich auf den Fleck konzentriert und dann eben auch wirklich darauf gedrängt, an dieser Stelle mal einen Luftkampf zu provozieren. So kann man, denke ich mal, das am ehesten abschätzen. Das ist jetzt natürlich auch eine Strategiefrage. Da kann man ganz andere Meinung sein. Aber die Positionierung von Luftabwehr ist schon interessanter, als man denkt. Also man baut die nicht einfach überall hin und dann passt es. Also da kann man schon seinen Plan mit unterstützen. Und einzelne Flaggen sind, wie erwähnt, auch okay. Also wirklich dann nur eine einzige, eben um Scheinflieger abzufangen. Das geht natürlich auch immer. Aber gut, ich muss halt immer abwägen, lohnt sich das Ganze. Und wie erwähnt, hier lohnt sich es definitiv nicht. Aber jetzt kommen wir zur nächsten spannenden Frage, was sich denn lohnen könnte. Vielleicht hier irgendwo ein Admin erobern. Das ist auch für Lila sehr, sehr gut. Also, dass er das Nachschubdepot hier abfarmen kann, bringt ihm auf jeden Fall einen riesen Wettbewerbsvorteil gegen seine Gegner. Weil er einfach diese $225 bzw. 185, wenn man die Kosten abzieht. Und ja, es war auch ein paar Mal verloren, aber trotzdem, der kann wahrscheinlich jetzt 5 Biss mehr bauen. So. Das ist natürlich immer eine Sache, habe ich mir selber, glaube ich, widersprochen. Ich habe ja öfters mal gesagt, man sollte nicht unbedingt mit Jagdfliegern was rauspieken, weil meistens geht es schief. Man macht oftmals gar keinen Schaden oder unzureichend dafür, dass man seinen Truppen riskiert. Und dann habe ich gerade eben gesagt, ja, ich würde reingehen und alles rauspieken. Das kommt natürlich immer auf die Situation an. Wenn ich halt sehe, meine Luftwaffe dominiert komplett und da steht eine Flak, dann kann man da natürlich rein. Aber was dann eben auch wichtig ist, bei Luftwaffe gilt mehr als überall anders. Okay, bei schweren Panzerangriffen dann auch, aber wenn man reingeht, dann richtig. Nicht eine, wahrscheinlich war das jetzt auszusehen, es passiert mir selber oft genug, dass eine Einheit von mir irgendwo hinfliegt, wo sie nicht hin sollte. Aber wenn ich eine Stuka reinschicke, dann aber auch Jagdflieger hinterher und ein bisschen Luftaufklärer und dann wird aber auch richtig Action gemacht, dann werden die Panzeraufklärer rausgesniped, es werden teure Einheiten zerstört, man versucht vielleicht irgendwie einen Luftkampf zu provozieren, den man dann über sein eigenes Feld bringt und so weiter und so fort. Aber ich sehe hier eigentlich kein, also jetzt habe ich die Godview, klar, aber selbst wenn ich die Godview im Kampf gehabt hätte, ja, ich hätte vielleicht diesen Penner da tatsächlich rausgesniped, so wie er es jetzt auch macht. Das wird auch wahrscheinlich ganz gut funktionieren. Aber mehr hätte ich kaum gemacht. Ich hätte vielleicht demnächst mal Artillerie gebaut, um die ein bisschen zu provozieren. Es reicht nämlich manchmal schon, eine einzelne Artillerieeinheit zu bauen, damit hier drauf zu schießen, dass die aufhören, da Luftabwehr zu positionieren, weil sie halt Angst um ihre Einheit haben. Auch wenn eine Artillerieeinheit halt niemals irgendwas zerstören würde. Aber ja, das ist jetzt natürlich hier wieder viel, viel sinnvoller. Da steht die Flak nämlich nicht im Wald. Das ist auch immer ein ganz wichtiger Tipp. Das gerade bei Leuten mit nicht so viel Spielerfahrung sehe ich das öfters mal, dass sie das nicht so ganz wahrnehmen. Wenn der Gegner seine Luftabwehr aktuell umpositioniert oder auch seine Panzerabwehr irgendwie von A nach B bringt, das ist der Zeitpunkt, wo man wirklich überlegen muss,
gehe ich jetzt rein. Also es ist wirklich empfehlenswert, in so einem Moment anzugreifen, weil Einheiten, leichte Einheiten, Flak, Pack und so weiter, die nicht im Wald stehen, haben viel, viel weniger Leben. Ihr kriegt die viel leichter kaputt und sie können sich meistens nicht wehren, weil Flak, die bereits steht, die schießt natürlich sofort. Flak, die sich bewegt, macht im Zweifelsfall gar nichts. Die wird einfach vernichtet, bevor die überhaupt den ersten Schuss abgegeben hat. Selbe bei Pack und so weiter, wenn die sich bewegt. Das ist, sobald Flak und Pack mal an einem guten Ort sind mit Aufklärung im Wald und so weiter, sind das wirklich nervige Einheiten. Aber bis dahin sind sie extrem verwundbar und das sollte man eben unbedingt ausnutzen. Aber gut, jetzt kommen wir in eine wahrscheinlich eher ein bisschen ruhigere Phase. Hier sehen wir dann wieder Angriffe, die sind meiner Meinung nach eher riskant, auch wenn es so aussieht, ob er damit durchkommt. Ja, er kommt damit durch, aber da wurde jetzt zu viel riskiert für zu wenig tatsächlich Schaden, aber auch potenziell war der Schaden, den er anrichten konnte, nicht so hoch. Was ich natürlich aber jetzt sehr, sehr schön finde, ist, dass er den Luftangriff mehr oder weniger kombiniert hat mit einem Angriff. Hier, da steht der Pennard im Wald, da müsst ihr immer unbedingt darauf achten, dass ihr eure Einheiten so schnell wie möglich in den Wald reinbekommt. So, wenn ihr zwei STKFZ gegeneinander antreten lassen, einer steht im Wald, dann ist ja klar, dass der eine haushoch gewinnt und es muss einfach berücksichtigt werden. Und deswegen unbedingt in den Wald reinschicken, notfalls mit Blitz und Fanatismus. Weil gerade solche Positionen wie hier, die sind sehr wichtig. Aber gut, inzwischen haben wir alle drei Armeen quasi hier in der Mitte vertreten. So gefällt mir das, so möchte ich das bitte in jeder Schlacht haben. Ja, aber der Deutsche hier, der jetzt eher sehr, sehr defensiv war, klar mit seinen Truppen in der Mitte und so weiter, aber fängt dann hier immer mal wieder Einheiten ab. Das kann man natürlich machen, wenn man sieht, der Gegner macht einen Fehler, muss man den Fehler natürlich auch ausnutzen. Selber sollte man natürlich so wenig Fehler wie möglich machen, wobei da auch immer die Frage ist, was ist ein Fehler? Also wenn ich jetzt meine Stuka über die Map schicke und die wird abgeschossen, war es wahrscheinlich ein Fehler. Wenn ich damit aber jetzt ein Nachschubdepot abfange, da war es auf einmal eine Heldentat. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu bewerten, aber es gibt durchaus Situationen, in denen ein Gegner einfach wirklich Panzer irgendwo in der Gegend rumschickt. Aber ja, wir werden übrigens gleich noch eine richtig schöne Szene sehen. Oh, und wir haben sie. Das fand ich sehr schön, das ist mir sehr positiv aufgefallen. Und zwar, was es eben auch im 45 seltener gibt und hier eben dann häufiger, weil man eben sehr, sehr sparsam umgehen muss, dass man kleine Operationen hat, sag ich mal. So wie man es aus der Kampagne kennt. So, hier ist ein riesen Schlachtfeld, überstehen Einheiten, aber du hast jetzt einen Aufklärer, einen Tigerpanzer und zwei Einheiten Infanterie plus Luftunterstützung, mach mal was. Ich liebe sowas. Das finde ich auch immer richtig, richtig cool, wenn sich dann so richtiges Micromanagement ergibt, wo man mit einer Handvoll Einheiten irgendwie guckt, durch die Struktur des Feindes durchzukommen. Und die Situation hatten wir eben hier. Dieser eine Tiger, $40, das ist so viel wie die Flak hier. Also hätte auch die Flak hier nicht bauen können, sondern Tiger. Jetzt merkt ihr langsam mal, wie wichtig es ist, ein bisschen aufs Finanzielle zu achten. Und er begeht den Fehler ja immer weiter. Wobei inzwischen hat er demnächst mal so viel, dass man wieder sagen kann, gut, er könnte da kämpfen. Aber ja, meiner Meinung nach nicht worth it, aber egal. Dieser eine Tigerpanzer hier wird den Deutschen gleich richtig stressen. Also den Deutschen hier. Er hat nämlich alles in Anführungszeichen mal richtig gemacht. Er hat schwere Infanterie, die können alles, was dem Feind so, was ihm so entgegenkommt. Aufhalten hat sie leicht nach vorne versetzt. Also wenn er jetzt irgendwie Pack oder so stehen würde, würde die Infanterie schneller an der Pack dran sein, als die Pack an dem Tiger. So. Und jetzt räumt er da einfach mal richtig auf. Man könnte jetzt sogar noch weitergehen und sagen, jetzt ist die Luftabwehr in Bewegung. Wir haben ja gerade eben gelernt, Flak in Bewegung ist ein unglaublich leichtes Ziel. Hätte er das jetzt gewusst, alles, und er könnte eigentlich sogar ein bisschen was davon gesehen haben. Ja, er sieht nicht alles, aber er sieht ein bisschen was. Dann hätte er die Luftwaffe, die er hier hat, in dem Moment auch noch richtig, richtig gut nutzen können. Da war eine 8-8, die er daraus pieken können. Da waren ein paar Flaks, die er halt anschießen können. Er hätte sie nicht mal vernichten müssen. Er hätte sie sogar einfach nur zum Fliehen bringen lassen können. Und dann Blitzfanatismus, Sturmgrenadiere los. Blitz und Fanatismus natürlich auch gut für die Luftwaffe. Kommt sie auf jeden Fall lebend raus. Und dann hätte man hier richtig, richtig viel Schaden anrichten können mit quasi einer Handvoll Einheiten. Ah, ich liebe sowas. Aber passiert mir leider selber nicht so oft, beziehungsweise ich habe in letzter Zeit selber nicht so viel gespielt. Ich mache übrigens sehr, sehr häufig, also das heißt sehr, sehr häufig in aller Regelmäßigkeit, Rouge-Livestreams, also immer mal wieder eher, regelmäßig die nicht. Aber da guckt dann nie einer zu. Ist ein bisschen schade, ich müsste die vielleicht mal vorher ankündigen, aber ich weiß immer nicht, wann ich Zeit habe. Aber ja, ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr möchtet, auf den Discord kommen, Link in der Beschreibung, und euch da im Ankündigungs-Channel die Rouge-Rolle geben, weil ich ping dann immer alle an, so, hey Leute, @Rouge, ich mache mal wieder einen Livestream, und dann könnt ihr da auf jeden Fall mitspielen. Also würde mich freuen, wenn da ein paar Leute dazukommen. So, dann sehen wir hier eben, der Gegner muss massiv reagieren. Massiv dahingehend, dass er jetzt, weiß nicht, ob er die Panzerbasis vorher schon hatte, aber er baut jetzt Marder. Die, ja, führt ja keinen Weg dran vorbei, die zu bauen.
Aber das Interessante ist, eigentlich, also klar, man muss was gegen den Panzer jetzt machen, gegen den Tiger, aber eigentlich finde ich Marder ist in der Situation wirklich schwierig. Wir haben jetzt hier die 88, also die Flak 88, die hat 600 Meter Reichweite. Gut, das kann durchaus was ändern, aber die Marder haben nur 500 Meter Reichweite und eine Panzerung der Stufe 1. Wenn er da also einen reinschickt, dann kann der Tiger davor schießen, automatisch, weil der Marder muss, soweit ich weiß, stehen bleiben, um zu schießen. Das bedeutet, der Tiger macht ihn vorher platt, mit einem Schuss. Er muss also mehrere davon bauen und die kosten ja auch ihre 15 Dollar. Das ist natürlich schwierig. Weiterer Nachteil, der Deutsche hier setzt auf Infanterie. Er könnte also einfach mit der Infanterie da rein und die Panzerzerstörer ausschalten. Was er leider nicht macht. Also aus dieser Operation hier hätte man richtig, richtig was rausholen können. Aber gut. Was man auch immer abschätzen kann, sieht jetzt wahrscheinlich keiner, aber wenn ich sehe, der Gegner hat so viel Luftabwehr, dann ist ja klar, dass er jetzt gegen so einen Tiger nicht mehr viel machen kann. Bisschen weirde Aktion hier. Macht total Sinn. Als ich das Replays erstmal angeguckt habe, sah das aus, als ob er mit den Bombern auf den Tiger gegangen wäre, aber er hat tatsächlich das Nachschubdepot ausgeschaltet. Immer den Druck ausgeübt, das ist wichtig. Hier jetzt auch ganz schön. Die eigene Flak ist noch in Position und die erleichtert den Luftkampf natürlich massiv. Da hat eben Deutsche hier ein bisschen seine Chance verschlafen. Da hätte man wirklich viel machen können, natürlich auch im Einsatz von Listen. Die sind aber, wenn man alleine spielt, öfters mal eher eng. Also ich habe meistens zu wenig Listen. Es gibt ja so diese ungeschriebenen Regeln, wenn man mit Heiko Ruse spielt, muss man eben immer eine List übrig haben. Wenn ich alleine spiele, geht das natürlich nicht. Aber hätte man da mal ein paar, also hier einen Scheinluftangriff gemacht. Wichtig nicht hier, weil sonst ist eben die Zone blockiert. Am Scheinluftangriff, dann haben wir gesehen, okay, da ist ein bisschen Flak drin. Er hat ja hier die schwere Infanterie, hat also die schwere Infanterie da reinschicken können, hätte die Flak zumindest mal für einen kurzen Moment beschäftigt, wenn da jetzt auch noch Infanterie drin gewesen wäre, aber in dem Fall hätte sie sogar ausgeschaltet. So, dann wäre die beschäftigt oder ausgeschaltet gewesen, hätte Foch mit seinen Jagdfliegern die Flak hier angreifen können, die unterwegs war, dann wäre hier quasi keine Flak mehr gewesen. So, hier wäre immer noch Flak, aber in dem Bereich hätte er schon mal halbwegs agieren können. Dann hätte er seine Infanterie davor gebracht, hätte die Marder einfach in den Kampf gezwungen, hätte auf einmal seinen Tiger hier stehen gehabt. Mit Aufklärung und Infanterieschutz und lokaler Luftüberlegenheit. Das hätte ihm jetzt nicht den Sieg gebracht, nicht unbedingt, aber es hätte auf jeden Fall einen massiven strategischen Vorteil bedeutet und er hätte so Druck ausüben können und hätte sich auch hier relativ einfach die Nachschubdepots sichern können. Was übrigens gerade eben ein interessanter Gedankengang meinerseits war, würde man hier einmal ein SEKFZ durchschicken, der hätte auch richtig Spaß. Aber gut. Dann schauen wir mal weiter, wie es mit den anderen ausschaut. Wir brauchen noch 8 Minuten bis ins Jahre 45, muss ich auch immer sagen. Am Ende vom Tag profitieren oftmals die, die nichts gemacht haben. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber gut, hier muss man überlegen, die Hauptaktivität war es, Luftabwehr über die Map zu spammen. Das ist natürlich auch... Also ich habe auch schon so Sachen gemacht, zum Beispiel, das meine ich übrigens mit Fehler, wenn man das seine Einheiten ungedeckt lässt, sowas muss man natürlich ausnutzen. Da kann man dann auch mal die Flieger riskieren, vor allem wenn man hier genügend Luftabwehr hat. Aber ja, ich verstehe schon, ich habe selber auch so oft meine Basis verloren, weil irgendein Bomber Run oder so kam, aber ja, kann es auch übertreiben. Ja, zoome ich lieber ab und zu mal raus und achte daran darauf, was irgendwelche Guppies am Maprand machen und was die vielleicht irgendwann mal von mir wollen. Ah, es waren wahrscheinlich Fake-Einheiten, okay. Ich denke mal, jetzt können wir ein bisschen vorspulen, weil nicht so viel passiert. Also wir haben hier immer noch die Konstellation, alle sind irgendwie in der Mitte. Jeder hat ein bisschen Luftabwehr, jeder ein bisschen Infanterie. Hier stehen inzwischen Marder. Ich glaube, ich habe noch nie Marder gebaut. Also ich habe ja auch im letzten Video ein bisschen ausführlicher darüber geredet, dass ich kein großer Freund von Panzerzerstörern bin, sondern ganz gern Panzerabwehrkanonen baue. Wenn man die einfach in den Wald stellen kann und dann halten die da ja ganz gut und Panzerzerstörer sind immer so ein bisschen... Ja, haben auch ihre Vorteile, aber da habe ich im letzten Video mehr als ausführlich drüber geredet. Gut, hier finde ich es sehr, sehr schön, dass dann das Nachschubdepot neu gebaut wird. Dann auch getarnt, das ist dann sogar tatsächlich jetzt mal sinnvoll, weil es fällt nicht mehr so auf, dass er das Nachschubdepot gerade eben erobert hat, weil man ja schon davon ausgeht, also wie erwähnt, für die anderen sieht das jetzt so aus. Aber das sieht ja ganz normal aus, wenn man ja weiß, das Nachschubdepot wurde mal abgefarmt und ja. Gut, das war jetzt natürlich nicht so schlau, da eine Stuka reinzuschicken. Also ich sag ja immer so, nach 10, 15 Minuten Spielzeit kann man nicht mehr einzelne Flieger reinschicken. Zu Beginn mache ich es ultra gern. Ich baue auch gern mal bei den Briten erstmal einen Jagdbomber, bevor ich überhaupt irgendwas anderes mache, bevor ich die Spitfire-Tech oder irgendwas, dass ich einfach nur ganz schnell einen Flieger rausbekomme. Hier übrigens auch schön mit Bombern. Ich finde ja Bomber immer auch eher ineffizient, aber zumindest mal die Infanterie rausgebombt, hat sich wahrscheinlich
ja, kostenmäßig, wir haben das Risiko berücksichtigt, nicht so ganz gelohnt, aber in dem Fall ging es sehr gut, also ich hätte es nicht gemacht. Aber, ja, es hat auf jeden Fall mal den Roten ein bisschen vertrieben, wobei das Hauptproblem ist ja tatsächlich, der Rote hier will ja gar nicht wirklich vorrücken, er will einfach nur das Nachschubdepot abfarmen. Und das würde man auch sehen, wenn man den Aufklärer ein bisschen besser positionieren würde. Also hier steht er halt maximal schlecht. Und dann könnte man vielleicht hier ranstellen, weil dann ist er am Rand des Waldes und dann sieht er signifikant weiter. Das sind so Kleinigkeiten, die übersehe ich auch gern mal. Aber da kann man ein bisschen drauf achten. So, jetzt haben wir gleich 45, da können wir gleich mal beobachten, wer wie viele Admins baut. Ist ja dann immer wichtig bei sowas. Dann kommt wieder die Bombe, versucht es vielleicht nochmal. Klar, wenn sowas einmal funktioniert hat, kann es durchaus auch ein zweites Mal funktionieren. Mir wäre das immer noch zu riskant eigentlich. Ah, das ist natürlich auch schön gewesen. Direkt in den Flak reingefahren. Also ein Flak ist natürlich auch eine eklige Einheit. $40, die kaum gepanzert sind. Also man kann sie sehr einfach ausschalten. Sind ja auch beliebtes Ziel davon, dass man einfach mal mit zwei Jagdfliegern drüber geht. Aber können eben richtig positioniert auch sehr viel Schaden machen. Aber haben eben diesen ultra starken Nachteil, dass sie sich nicht im Wald verstecken können. Und das ist für leichte Einheiten ein Riesenproblem. Aber gut, hier sehen wir schon das erste Admin. Hier könnte ich jetzt ausrechnen, wie viele Admins er bauen könnte, wenn er diese gesamte Flak, die er bis jetzt noch kein einziges Mal gebraucht hat, nicht gebaut hätte, sondern sie schön gespart hat. Vielleicht sind es auch die schwäbischen Gene in mir, die da einfach glücklich werden, wenn man sehr viel Geld ansparen kann. Und ja, dann sehen wir hier den Franzosen. Ja, das ist möglich. Also auch wenn der Franzose bis jetzt, gut, er hat die meisten Punkte, aber durchaus immer mal wieder ein bisschen aufs Maul bekommen hat, einmal kurz vor der Auslöschung stand, nicht mal die Riesenerfolge erzielen konnte. Also das war ja bis jetzt eher der rote Deutsche hier, der konnte, denke ich mal, bis jetzt eigentlich am meisten erreichen und hat auch meiner Meinung nach eher am besten gespielt. Aber man muss ja im Endeffekt das Gesamtpaket beobachten und bewerten. Und da hat der Franzose hier eben angefangen, sehr viel Geld zu sparen. So viel Geld, dass er jetzt eine Prototypenbasis bauen kann, was ein bisschen weird ist, wenn der Franzose auf einmal die Prototypen spammt, während die Deutschen... Ja, gut, Rouge ist logischerweise nicht historisch, kann ja nicht jede Schlacht irgendwie historisch Sinn ergeben, aber ist natürlich eine interessante Wendung an der Stelle und wir können jetzt ja mal beobachten und wir werden auch bewerten, wie denn der Franzose damit umgehen kann. Es ist natürlich aber auch klar, wenn wir jetzt mal das Spiel von letztem Mal weiterspielen, was hätte man denn besser machen können? Ja, man hätte es ja gar nicht erst in so eine Situation bringen können. Es hätte nicht so weit kommen sollen. Irgendwie für keinen von denen. Die haben alle Nationen, die 39 und 42 durchaus stark sind, in der Lage sind, den Gegner auszuschalten. Ich hätte nicht so lange gewartet. Vor allem als der Deutsche hier hätte ich nicht so lange gewartet, weil er ja bis jetzt sehr stark dominiert hat und wirklich viel mehr Schaden hätte anrichten können, wenn er es ausgenutzt hätte. Und als der Franzose hätte ich nicht so lange gewartet, weil ich 39 eben gewisse Vorteile habe. Ja gut, wie erwähnt, gegen die Deutschen mit der Flak und Stuckers und so, da hat man nicht mal die krassen Vorteile, aber ich hätte auf jeden Fall versucht, da mehr Bohnen gut zu machen und vielleicht sogar einen Gegner auszuschalten oder ihn massiv in die Ecke zu drängen und dann vielleicht hier alle Nachschubdepots abzufarmen oder sonst irgendwas. Und ja, als der Deutsche hier, da hätte ich alles anders gemacht. Weiß nicht, wie sein Plan war, damit zu gewinnen. Ich meine, damit gewinnt man ja nicht. Damit verhindert man vielleicht, dass man frühzeitig ausscheidet, aber jetzt sind wir mal der Deutsche hier. Wie soll der noch gewinnen? Also, mit was? Er hat er hat jetzt nicht Geld angespart, dass sich da großartig was überlegen kann. Seine Einheiten, Bomber, den gewinnt man nicht. Also, außer man spielt gegen mich und ich lasse mal wieder meine Basis unbewacht. Marder, den gewinnt man auch nicht. Also, muss ja auch immer überlegen, spiele ich nur darauf, um irgendwie zu überleben oder möchte ich gewinnen, und wenn man gewinnen möchte, dann muss man natürlich ein gewisses Risiko eingehen und das spricht, ich studiere ja Volkswirtschaft und ich habe gerade ein Thema, das sich massiv mit Spieltheorie und Risiko Basiertheit und so weiter beschäftigt, deswegen bin ich da gerade sehr beeinflusst, tut mir leid, aber der Spieler wirkt für mich so, als ob er sehr, sehr risikoscheu wäre und lieber am Ende mit einem Unentschieden rausgeht, Hauptsache verliert nicht, so ungefähr. Wobei man natürlich auch sagen kann, man verliert am ehesten dann nicht, wenn man gewinnt. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Sehr risikoscheu, meiner Meinung nach, und defensiv. Wobei risikoscheu sind hier eher alle. Deutsche war noch im Offensiv schon, kam damit auch ganz gut durch, aber hat es dann nie so ganz zu Ende gebracht. Er war immer ein bisschen zu früh zufrieden. Aber gut, jetzt schauen wir mal, was passiert. Natürlich kriegt jetzt dann demnächst jeder die Quittung für sein Handeln, das ist ja klar. Hier kommt jetzt die Artillerie, das ist auch eine
frage ich mir vorhin mal gesagt, Artillerie bauen, um alle unter Druck zu setzen. Ja. Aber sieht er das? Er sieht, dass der... Moment. Okay, er sieht es noch nicht. Aber er könnte es gleich sehen. Wenn man halt sieht, okay, mein Gegner hat gerade eben zwei Monsterpanzer gebaut, dann kann man davon ausgehen, dass er ziemlich viel Geld angespart hat. Und dann sollte man sich möglichst effizient verhalten und dann ist Artillerie für 50 Dollar nur zum bisschen Druck ausüben definitiv die falsche Einheit. Dann sollte man wirklich darauf achten, vielleicht die gute Pack auszupacken, ja. Oder auch mal einen Königstiger oder so, aber sogar eher Einheiten, also es gibt so Einheiten wie Königstiger. Die sind an sich gute Einheiten, die können auch wirklich Schaden anrichten. Und dann gibt es so Einheiten, die sind vielleicht gar nicht so stark, können aber in der richtigen Situation massiv Schaden errichten. Logisch, Fallschirmjäger oder sowas. Und ich finde, der gehört halt auch Pack dazu, weil eine Pack-Einheit kann auch einen Tiger ausschalten, wenn man es richtig ansteckt, kostet aber nur ein Viertel. Ist ein bisschen schwieriger, das durchzuführen natürlich. So einen Tiger, den schickt man einfach rein und dann räumt er auf. Aber wenn ich absolut unterlegen bin, dann setze ich meistens eher auf so... Ja, wie nennt man das denn am besten? Man könnte es als asymmetrische Kriegsführung bezeichnen, theoretisch, das habe ich mal irgendwo gehört. Aber ja, ich setze halt dann eher unreguläre Einheiten ein, die man vielleicht nicht für eine Offensive nutzt, wirklich Pack und versucht damit Infanterie und vielleicht einem Jagdbomber-Aufklärer ausschalten, dann die Pack irgendwo hin und dann Infanterie ums Eck oder so, weil anders kann man ja nicht mehr gewinnen. Wenn der Gegner mehr Geld hat, gewinnt man nicht mehr so wirklich mit Königstigern, außer man setzt sie sehr, sehr gut ein und hier hätte man durchaus noch eine Chance, weil noch ist ja nichts verloren. Aber da muss man sich wirklich was überlegen, wie man jetzt mit möglichst wenig Geld maximalen Schaden anrichten kann. Bestes Beispiel natürlich Bomber Run auf die Admins. Das ist mit wenig Geld, also schon mit viel Geld, aber sehr, sehr viel mehr Schaden anrichten. Das ist auch immer so eine Sache. Übrigens auch noch ein kleiner Tipp bei sowas. Baut die Admins nicht so. Wenn ihr vorhabt, dass es ein riesen Admin-Gespam ist, macht es vielleicht schon Sinn, die so ranzubauen. Dann kann man nämlich den Platz besser nutzen. Aber wenn ihr denkt, okay, das ist jetzt so eine mittelfristige Sache, die nächsten paar Minuten gibt es dann durchaus auch mal Krieg und ist bei so einem Dreier-FFA eher der Fall als bei einem Spiel mit zwei Teams, dann baut die schön verteilt, dann ist nämlich ein Bomber-Run nicht mehr so schlimm, dann müsst ihr auch nicht eure gesamte Map zuklatschen mit, also eure Seite mit Luftabwehr. Aber gut, da sehen wir jetzt mal Fanatismus, das haben wir schon lange nicht mehr gesehen oder gar nicht in der Runde gefühlt. So, das Replay geht sehr, sehr lang, deswegen habe ich mir einen Kaffee bereitgestellt. Ja, hier sehen wir, dass Lila jetzt auf jeden Fall auf Konfrontationskurs geht. Er hat auch in der E-Mail geschrieben, dass er sich bewusst war, dass er am meisten Geld haben muss. Darauf hat er eben gespielt. Interessant ist, dass er aber nicht nur Admins spammt, also viele hätten es ja auch so gemacht, die hätten einfach nur Admins gespammt, sich getarnt und dann angegriffen. Ich hätte vielleicht gar nicht eine Prototypenbasis gebaut, um dann die FCMs loszuschicken oder so. Ich hätte wahrscheinlich schon, ich hätte mir meine Luftwaffe im Geheimen ein bisschen ausgebaut, ich hätte auf jeden Fall Aufklärer überall hingebaut, aber hätte dann erstmal noch weiter Admins produziert. Was aber natürlich nicht so cool gewesen wäre, viel zu lange gedauert hätte, am Ende hätte man den Gegner einfach überrannt. Man kann natürlich auch einfach mal drei Monsterpanzer bauen und gucken, wie weit man kommt. Ja, kann man natürlich auch machen. Aber ich hätte dann wahrscheinlich wirklich eher ARLs, also quasi die optimierten schweren Panzer der Franzosen, hätte ich ein, zwei gebaut, dass ich halt reagieren kann. Aber wenn ich mir absolut sicher bin, ich habe wirtschaftliche Überlegenheiten, dann will ich die erstmal sichern. Und hätte dann so kleinere Trupps, so wie er es dann hier eben auch gemacht hat, aber eben mit billigeren Einheiten, hätte ich mit kleineren Trupps versucht, Map Control so gut wie möglich zu bekommen, auch um die Gegner eben davon abzuhalten, jetzt alles, was sie haben, doch noch in Admins zu pumpen, dass am Ende vom Tag vielleicht die Gegner doch mehr Geld haben als ich. Das sollte man natürlich vermeiden. Was natürlich auch eklig ist, mit ARLs da reinzugehen. Ich meine, Panzerartillerie ist generell eine eklige Einheit. Ich baue sie ja nicht so gern, weil sie meiner Meinung nach nicht so... Also ne, Priests waren es genau, bei denen ich es nicht so ganz eingesehen habe. ARLs sind da was anderes. Die haben Panzerungsstufe 4 und kosten nur 25 Dollar. Ihr Nachteil ist halt, man kann sie erst 45 bauen in der Prototypenbasis, die 120 Dollar kostet. Aber wenn die Prototypenbasis schon da ist, in so einer Situation wie hier, ich hätte sie definitiv auch gebaut, weil mit so einer Einheit baut man halt massiv Druck aus. Problem, sie schießen nur 700 Meter. Aber das reicht manchmal. Vor allem hier reicht es. Das reicht, dass der Gegner sich einem entgegenbewegen muss. Und das in Kombination mit vielleicht ein bisschen Panzerabwehr oder so, ist natürlich echt eklig. Sieht man auch selten Panzeraufklärer. Haben die Japaner doch einmal Panzerungsstufe 5, nämlich gefühlt auch noch nie benutzt. Wobei es halt schon geil ist, wenn so ein Panzer... Weil... Ja, das ist auch eine Frage. Wie viel nutzt der? Der nutzt halt auch nur in der Hinsicht was, dass die Strategie, ich snipe mal die Aufklärer raus, nicht mehr funktioniert. Die kann man aber eigentlich auch dadurch umgehen, dass man einfach viel
Aufklärer baut. Und dann ist aber die Frage, sind die dann teurer oder billiger als einer? Naja, auf jeden Fall fühle ich mich immer ein bisschen sicherer, das ist jetzt eher so subjektiv, das ist jetzt die Frage, was wirklich was bringt, wenn ich einen gepanzerten Aufklärer dabei habe, weil dann habe ich nicht Angst, dass der irgendwie jetzt mit einem Schuss weggesniped wird und ich nichts mehr sehe. Weil das passiert mir tatsächlich häufiger, als es sollte. Ja, da will er jetzt unbedingt den Kübelwagen abfangen. Man kostet immerhin $10. Na, warum nicht? Hat ja 400 Meter Reichweite. Eigentlich ganz nettes Teil. Hätte ich ruhig auch öfters mal gerne. Meistens, wenn man halt eine Prototypbasis hat, dann braucht man solche Einheiten nicht mehr wirklich. Naja. Wo wird sonst noch Druck ausgeübt? Ja, hier mit Elite-Infanterie, aber die kommt da wahrscheinlich nicht durch. Die Luftwaffe würde, wenn ich jetzt mal so nicht raten müsste, ein bisschen aufgestockt. Das macht natürlich Sinn. Weil ansonsten würden primär Admins gebaut. Wie reagieren die? Die haben auch Admins gebaut. Sie merken, es dauert hier wohl noch eine Weile. Und er baut hier auch sehr verstärkt Admins. Es rächt sich total für den Roten, dass er eben so viele Admins also aktiv war, weil er jetzt einfach weniger Geld hat. Ist natürlich sehr, sehr schade. Aber der Luftangriff hier, da weiß ich auch nicht, was der soll. Also kann man mal, wenn ich jetzt raten müsste, geht es halt absolut für den Deutschen aus. Okay, okay, wird auch nicht. Ah, okay, ich verstehe den Punkt. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Aber auf jeden Fall hat der Luftkampf dazu geführt, dass Flugzeuge in Admins abstürzen. Und das ist natürlich böse. Eine absolut valide Strategie, mache ich auch öfters mal. Mache es aber eigentlich immer eher ein bisschen später. Aber ich fand den Luftangriff, gut, der hat sich jetzt am Ende vom Tag gelohnt, auch wenn man bedenkt, wie viel mehr Einkommen er hat. Also es geht hier nicht mehr 1:1, wenn er $20 verliert, ist so schlimm, wenn er $20 verliert, er hat ja mehr Einkommen. Wenn er $10 opfert, um dem Gegner $20 Schaden zu machen, dann ist das absolut ein guter Deal für ihn. Also warum nicht? Aber da hätte man mehr draus machen können. Also da jetzt noch irgendwie, weiß nicht, vielleicht mit den Einheiten noch mit rein und einen Bomber dabei. So, die Einheiten kamen ja durch. Bomber gefehlt. Ja, war jetzt okay. War jetzt keine schlechte Aktion auf jeden Fall, aber hätten wir wesentlich mehr draus machen können. Vielleicht war es auch spontan. Aber den Luftkampf zu suchen oder feind sein Luftabwehr ist natürlich immer nicht so geil. Man hätte ja auch noch zusätzlich wieder einen Fake-Luftangriff reinstarten können, dass eben mehr Flieger auf dem Flugfeld sind, dann eben mit einer Bombe übers Flugfeld drüber und so weiter und so fort. Aber gut, hat ja dann alles gepasst. Ah, hier seht ihr, warum so ein Panzeraufklärer wirklich schön sein kann. Hier kam jetzt ein Stuka durch und zerstört ihn nicht mal. Also man braucht zwei Stuka für einen Aufklärer. Bring mal bei so einem großen, wenn wirklich eine Riesenarmee auf dich zumarschiert, bring dir mal zwei Stuckers auf. Die einzige und allein nur hingehen und den Aufklärer ausschalten. Vor allem bei den Franzosen, weil deren Monsterpanzer am Luftabwehr. So, da hat er jetzt aber richtig Glück, dass er da keine Flieger verloren hat. Aber gut. Ja, die Haubitze, also die hat sich natürlich gar nicht gelohnt. Oh, er hat sogar inzwischen drei davon, das wären 1,5 Admins. Gut, hätte ihm da jetzt auch nicht so viel gebracht, aber 1,5 Admins, also $150 hätte man definitiv sinnvoll ausgeben können. Ich meine, diese $150 sind gerade eben damit beschäftigt, $5 Infanterie auszuschalten. Und brauchen dafür eine Minute. Ihr merkt, der Schaden pro Sekunde, sage ich mal, von dieser Einheit ist nicht sonderlich hoch. Man hätte die Haubitze vielleicht mal darauf konzentrieren sollen, irgendwie hier reinzufeuern, um dann gegebenenfalls Admins auszuschalten. Das wäre definitiv sinnvoll gewesen, aber so, naja, macht es nur so halb Sinn. Aber gut, bis jetzt sieht die Schlacht ja noch ganz okay aus. Zeichnet sich natürlich ein bisschen ab, wie es läuft, aber da sind wir mal gespannt, wie weit Lila seine wirtschaftliche Überlegenheit ausspielen kann, was ihm noch alles entgegengesetzt wird und ja. Man baut jetzt natürlich Monsterpanzer. Ich habe gerade eben gesagt, wenn man wirtschaftlich unterlegen ist, macht es nicht so viel Sinn, jetzt auf rohe Gewalt zu setzen. Wenn man wirtschaftlich überlegen ist, macht es natürlich Sinn, auf rohe Gewalt zu setzen. Einfach Monsterpanzer zu bauen ist, wenn man mehr Einheiten hat, durchaus eine sinnvolle Idee. So, da haben wir den Luftangriff jetzt nochmal in schön. Da auch die Bomber richtig schöner Winkel erwischt. Oh mein Gott, das war ein... Oh mein Gott. Wie im Lehrbuch. Ein einziges Admin ist übrig geblieben. Das hat ihm jetzt natürlich... Uff. Das war schön. Also so schön kriege ich es nie hin. Ich bombe dann immer nur eine Stelle weg und die Admins woanders, die bleiben am Leben. Also damit hat er sich jetzt natürlich den Sieg gesichert. Kann man so an der Stelle schon mal sagen, wenn jetzt nichts Dummes passiert. Weil er einfach wirtschaftliche Überlegenheit hat und theoretisch könnte er jetzt komplett auf Zeit spielen. Und eigentlich ist schon
echt böse. Mir tut er auch ein bisschen leid. Aber jetzt hat der Deutsche, ich habe mich darüber jetzt schon dreimal aufgeregt, seit Beginn des Spiels gefühlt die Hälfte seines Geldes dafür ausgegeben, Luftabwehr zu bauen. Und er wird am Ende von einem Bomber-Run vernichtet. Das ist natürlich ärgerlich. Der Franzose setzt nicht mal mehr irgendwie auf Fanatismus, weil dann gehen schon weniger Einheiten verloren. Ist ja immer mal wieder Sinnvolles zu machen. Da kommt jetzt auch schon wieder die Luftwaffe, kann die Luftabwehr ausschalten, die Panzerabwehr ausschalten. Das ist natürlich dann immer der Punkt. Sollte die Einheiten natürlich optimalerweise zusammen benutzen. So ein Luftangriff gepaart mit einem Angriff mit von optimierten Mannschaftspanzern ist natürlich wesentlich tödlicher. Da seht ihr, da ist jetzt ein bisschen Pack und die konnte auch ein bisschen was ausschalten. Natürlich hat es nicht gereicht. Ich habe ja gesagt, ich würde dann Pack bauen, um den zu kontern. Aber man muss jetzt auch bedenken, was hier steht. So ein Ding kostet $55. Davon waren da jetzt, das sind es 8-9 Stück. Und er hat halt 4 Pack gefühlt da stehen. Hätte er jetzt natürlich 20 Einheiten Pack da gehabt, dann wären die immer noch nicht so teuer gewesen wie die feindlichen Panzer. Also sie hätten sie auf jeden Fall aufhalten können. Und deswegen meine ich dann wirklich versuchen, mit solchen Einheiten den Gegner in Fallen zu locken und so weiter, um dann wirtschaftlichen Schaden anzurichten, wobei man an der Stelle auch sagen muss, da kam Luftaufklärer durch, das ist natürlich übel. Das stürzt er noch irgendwo ab? Hat er nicht mehr Glück gehabt mit dem Absturz. Ja, man muss an der Stelle auch sagen, selbst wenn die Einheit hier jetzt ausgeschalten werden würde, hat natürlich der Franzose einen riesen Vorteil, weil er einfach unendlich quasi nachproduzieren kann. Das kann ich hier auch in die Basis rein, dass ich persönlich würde jetzt einfach eine Fallschirmjäger rein spammen. Ah ja, macht das schon, um die Basis dann zu sichern. Und dann, was auch noch eine Strategie ist, da kommt man selten dazu, das wirklich auszunutzen, sich dann eher ein Heu oder so. Da passiert es natürlich, wenn der Gegner unterlegen ist, möchte man natürlich eine möglichst breite Front. Die kann man natürlich mit Luftwaffe erzwingen, weil die flexibel ist, die kann man von links, von rechts angreifen. Der Feind kann also gar nicht so viel abdecken mit Luftabwehr etc. Also in Form von Luftwaffe passiert es ja auch wenn die Leute sich das wahrscheinlich nicht mal aktiv bewusst sind. Aber ja, ich würde da jetzt von allen Seiten angreifen, hat ein Problem. Hier auch richtig unschön, wahrscheinlich einen Aufklärer verloren oder so, sieht nichts, geht mit seinen Stuckers da rein. Weiß nicht, ob er vergessen hat, dass französische Monsterpanzer Luftabwehr haben, aber... Ja, die Franzosen haben jetzt nicht die geilsten Einheiten im Spiel 45, definitiv nicht. Aber was sie können, ist ein Stuka-Angriff sehr gut verhindern. Also vor allem in großer Menge, ja, deren Luftabwehr, das ist mal die Frage, wie gut ist denn deren Luftabwehr eigentlich? 2, also 23. So eine einfache Flak hat was? 18. Also so ein Monsterpanzer ist ein bisschen besser als eine Flak, kostet aber 5,5 mal so viel. Ja, also als Luftabwehr eignen sich die Einheiten logischerweise überhaupt nicht. Es ist nur der typische Effekt, den ja auch mobile Luftabwehr hat, warum die so stark ist, weil sie halt am richtigen Ort ist. Luftabwehr kann ja schon, ja, sie ist meistens nicht so effizient, aber wenn sie am richtigen Ort ist, ist sie effizient und mobile Luftabwehr ist eben tendenziell häufiger am richtigen Ort. Da muss man aber auch manchmal einfach das Risiko eingehen und sagen, hey, ich nehme jetzt meine stationäre Luftabwehr und bewege die einfach mal mit nach vorne. Ich gruppiere die dann ganz gern, dann kann man eben mit Steuerung oder G1 oder so. Ja, oder Steuerung 1, ich weiß gar nicht. Das sind so die Dinge, die man automatisch macht. Man kann sie auf jeden Fall gruppieren und dann kann man einfach 1 drücken und E und dann bleiben die sofort stehen und wenn dann die feindliche Luftwaffe kommt, dann wehrt sie sich auch. Also so kann man dann auch mit stationärer Luftabwehr mehr oder weniger eine Offensive unterstützen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, also baut sich hier wie erwähnt auf, so wie ich das dann auch machen würde, zumindest mal an 2 Fronten, bedroht den Deutschen da massiv, holt sich jetzt auch noch einen Admin, baut da vorne noch mehr, ein HQ, was eben so viel Geld gibt wie ein Admin, baut hier noch weitere Admins und ein UHQ, um sich dann noch weiter abzusichern. Also das ist natürlich definitiv verloren gegen den Deutschen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir uns mal noch anschauen, was er hier stehen hat. Das sind ein paar Panzer 3. Uff. Ein paar Tiger, Königstiger sehe ich, glaube noch, ein bisschen Haubitzen. Packt da jetzt sogar noch Terror drauf, kündigt also quasi seinen Angriff an. Aber... Schiffbefehl, Leute. Bei sowas ist klar, dass hier sich so eine Schlange bildet. Macht es nicht. Gebt einen Schiffbefehl hier rauf und dann darauf. Dann sammeln sich mich erst alle Truppen und dann gehen sie los. Gebt auch nicht den Panzer 3 einzelnen Befehl. Ich sage zwar immer wieder, man soll das tun, wenn man sich von A nach B bewegt. Wenn ich diese gesamte Armee nehme und ich gebe ihm Befehl, lauf dahin. Und dann laufen die so schnell wie die langsamste Einheit dahin. Also macht man das optimalerweise einheitenspezifisch, dass man eben alle einzelnen Einheiten wegschickt, dann sind sie schneller da. Aber bei so einer Offensive wollt ihr nicht, dass eure Panzer 3 als erstes da sind, sonst... Wisst ihr, was ich meine? Also, die richten jetzt halt null Schaden an. Muss man überlegen, man braucht halt eine gewisse Menge an Einheiten, dass sie überhaupt Schaden anrichten. Man muss über eine gewisse Schwelle drüber kommen, sonst kann man quasi unendlich viele Einheiten entgegenschicken.
Also in dem Intervall könnte halt wirklich gefühlt unendlich Panzer 3 reinschicken, die würden nichts bringen. Da muss man die Truppen dann schon zusammenfassen und da hätte man vielleicht noch Pack durch den Wald bringen können und so weiter. Aber da seht ihr auch, es macht auch gar keinen großen Unterschied, ob das ist Panzer 3 oder Königstier ist. Einzelne Einheiten haben da natürlich gar keine Chance. Die hinten zusammen rein müssen. Wären wahrscheinlich trotzdem nicht durchgekommen. Löblich vom Deutschen, der wirklich gut gespielt hat, mir gefallen. Dass er überhaupt noch angreift, aber gesammelt auf jeden Fall. Aber noch eine parallele Offensive mit den Infanterieeinheiten da drüben, also alles wunderbar, aber Ende vom Tag, was will man dagegen auch machen? Ja, ich glaube, das ist ein netter Screenshot. Ein paar FCMs, mehr nicht so häufig. Die hier durch die... Man macht es viel zu selten in Rush. Mir ist vorher wieder aufgefallen mit diesen Windmühlen. Das sollte man einfach öfters mal, gut achten. Also das Spiel ist jetzt schon ein bisschen alt, aber ich weiß noch, als das Spiel damals rauskam, war das natürlich massiv beeindruckend aus technischer Sicht. Und ich finde aber auch jetzt mal, so wenn wir ein bisschen off-topic drüber reden, Rouge hat sich eigentlich ganz gut gehalten. Also, es hat jetzt nie so richtig einer fotorealistisch gemacht, aber so, wo es natürlich die Einheiten sind viel zu groß und so weiter, aber es sieht eigentlich noch ganz gut aus, wenn man bedenkt, wie alt es ist. Da gibt es inzwischen Spiele, die sehen echt viel schlechter aus. Aber gut, immerhin. Der Deutsche gibt nicht auf, da kommen jetzt die falschen Mega da auch wieder, ihr könnt die sammeln, zum Beispiel hier und dann losschicken, da kommen alle gleichzeitig an. Dann werden sie nicht so einzeln abgeschossen. Man könnte jetzt, ich versuche das gerade eben mathematisch zu beschreiben, was ich gerade eben gesagt habe, dass man eben zu viel, na gut, da kapituliert er jetzt natürlich, dass man über eine gewisse Schadenslimit erstmal drüber kommen muss. Ich denke mal, das, ja, am besten könnte man sagen, man muss einen gewissen Impact pro Sekunde in einem gewissen zeitlichen Rahmen haben. Und umso länger der zeitliche Rahmen ist, desto kleiner wird der Impact. Folglich sollte man den zeitlichen Rahmen des Impacts kurz halten, um dann eben wesentlich mehr Auswirkungen zu haben. Aber gut, schauen wir uns mal kurz die Verluste an. Dort hatte man natürlich viele Verluste in Form der Admins, ansonsten wurden hier beim Deutschen viele Panzer zerstört, aber auch die Luftwaffe war am Ende vom Tag problematisch, also hat er eben viel verloren. Da kann jetzt aber, kann man mal schauen, er hat mit der Luftwaffe tatsächlich unterm Strich weniger Frags gemacht als Verluste, allerdings jetzt wieder alles auf der Timeline gerechnet und so, glaube ich, dass sie sich schon gelohnt hat. Dann haben wir hier insgesamt, hatte der Franzose die wenigsten Verluste, aber das ist natürlich ein bisschen verzerrt. Jetzt Frags natürlich die meisten und Einkünfte, klar, wenn wir uns das mal anschauen, hatte der Franzose wahrscheinlich sogar 45 nicht mal das meiste Geld, weil da kann man ja nur die LKWs berücksichtigen. Und da hatte wahrscheinlich der Deutsche sogar das meiste Geld. Problem nur, er hatte, also in Summe, am meisten Geld bekommen. Er hatte nur mehr auf dem Feld stehen und hat deswegen weniger Geld gehabt für Admins. Und wir reden hier, am Ende sind es immer so 200-300, wenn man sich das mal anschaut, bis 45 hatte jetzt der Deutsche hier, der wirklich am schlechtesten abgeschnitten hat, gerade mal 100, 200 Dollar, 200, 300 eher, aber 200, 300 Dollar weniger. Das sind 20 Einheiten Flak, die man dann halt einfach mal nicht baut und dann hat man diesen Nachteil ausgeglichen. Also es geht im totalen Kriegsmodus wirklich sehr, sehr oft um sehr, sehr geringe Beträge. Aber gut. Dann war es das jetzt mal wieder mit dem Replay. Es würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar zusendet. Tutorial, wie man mir zusendet, findet ihr in der Beschreibung. Ich freue mich da über jedes Replay. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.